Hörspiel 1, Episode 2. Au! Wir sind hier gerade außerhalb von Bernau-Münster auf dem sogenannten Blasenberg. Früher, vor 24'000 Jahren, war das alles mit einem riesigen Eispanzer bedeckt. Es hat Eiszeit geherrscht. Die Gletscher sind weit hochgekommen, von da aus gesehen, und haben alles rundherum bedeckt. Die Grenze von dem Eispanzer, die ist gerade dort, wo die Hügel sind, war die. Und jenseits von dieser Grenze hat sich sogenannte Mammutsteppe ausbreitet. Das war eine Landschaft mit Grasland, mit Gebüsch, aber keine Bäume. Und in dieser Mammutsteppe haben natürlich Mammuts gegrast, Mammutherden, grosse Mammutherden. Es hat Riesenelch, es hat Höhlenleute. Es war ein ganzes Ökosystem, das sich dort ausbreitet hat. Das urtümliche Ökosystem der Schweizer Landschaft. Hörspiel 1, Episode 7. Das Thema von dem Radioweg, das sind die Eiszeiten, die Biodiversität von früher und der Klimawandel. Es ist ein mega wichtiges Thema, weil das ist das, wo die Schweiz herkommt. Ja? Die Geschichte in den letzten 24'000 Jahren ist die Geschichte, die die Schweiz gestaltet hat. Die Gletscher haben die Schweiz geformt. Es sieht da so aus, wie es da aussieht, weil die Gletscher wie ein riesiger Bulldozer über unser Land hier sind und das so geformt haben. Die Hörgeschichte richtet sich vor allem an Kinder und Familien. Es geht also vor allem um die jüngeren Hörerinnen und Hörer. Und der Titel ist «Das schwitzende Mammut». Es geht also um ein Babymammut oder um ein kleines Mammut. Und man begleitet das Mammut und versucht es zu seiner Familie zurückzubringen. Also neben dem Hörspiel gibt es auch verschiedene kleine Experimente oder Beobachtungen, die man machen kann. Es gibt zum Beispiel Findling, die man anschauen kann oder auch darauf hochklettern, wenn man will, die wir extra am Wegrand gemacht haben. Es gibt ein kleines Fernröhrchen, wo man durchschauen kann und dann sieht man genau auf einer Fundstelle. Vor etwa 70 Jahren hat man dort einen Mammutbackenzahn gefunden. Und dort kann man drauf schauen mit dem Fernrohr. Und auf der Straße entdeckt man irgendwo sogar eine Mammutfährte. Dank der grosszügigen Unterstützung der Gebert-Grüff-Stiftung haben wir das Kinderhörspiel mit professionellen Hörspielmachern und mit erfahrenen Wissenschaftsjournalisten produzieren. Der Radioweg Bernau-Münster ist ein lohnenswertes Kultur- und Landschaftserlebnis für Vereine, Schulen und Familien. Bei schönem Wetter sieht man sogar bis zum Gletscher. Ich freue mich auf Ihren Besuch.